Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Ihr habt in den Kommentaren abgestimmt, diese vier Partien werden in einer ausführlichen Prognose zu sehen sein. Ich habe jetzt 4 statt 3 genommen, weil die Bundesliga noch nicht angefangen hat. Die Timelinks werdet ihr auch sehen mit den anderen Spielen. Da habe ich mir dann am Ende was ausgedacht. Da werden jetzt erstmal die normalen Prognosen kommen mit den normalen Zusammenfassungen und im Anschluss die anderen Spiele im Schnelldurchlauf. Da werden dann die Tore gezeigt. Timelink werde ich hier auch irgendwo dann einblenden. Wundert euch nicht, meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ich war im Stadion Bielefeld gegen St. Pauli und da schreit man dann natürlich ein bisschen rum, aber soll gar nicht zur Debatte stehen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich ein bisschen komisch klinge. Die zweite Sache, die noch ansteht, ist die nächste Abstimmung zum nächsten Spieltag, also zum 3. der 2. Liga und zum 5. der 3. Liga. Schauen wir kurz auf die Spiele, die anstehen am 2. Spieltag. Am Freitagabend Bochum gegen Bielefeld, Sandhausen gegen Osnabrück und St. Pauli gegen Fürth. Dann am Samstag Karlsruhe gegen Dresden, Hannover gegen Regensburg. Sonntag Heidenheim, Stuttgart, Darmstadt, Kiel, Aue, Wien. Und Nürnberg gegen den HSV am Montagabend. Die Tabelle einmal ganz kurz, da hat sich ja noch nicht so viel getan. Ansonsten geht es jetzt los mit den Prognosen Bochum gegen Bielefeld. Der VfL Bochum hat sich viel vorgenommen und ist dann im Endeffekt relativ schlecht in diese Saison gestartet. Man verlor gegen den SSV Jahn Regensburg. Bielefeld sicherte sich in der Schlussminute einen hochverdienten Punkt am Montagabend gegen den FC St. Pauli. Jetzt war man hier am Freitagabend gefordert. Und hatte dann auch die erste Möglichkeit in Person von Andreas Vogelsammer, der umtriebig war am vergangenen Montag, aber zu häufig recht glücklos agierte. Doch Bielefeld war hier die spielbestimmende Mannschaft. Fabian Klos, wie immer, viele Wege, viel Arbeit für die Mannschaft. Die Flanke von Lorenz abgefälscht. Staude versucht, den gefährlich aufs Tor zu bringen, wird dann aber gestört, sodass Riemann keine Probleme hat, den dann abzufangen. Aber vom VfL nach vorne zu wenig zu sehen. Vorm Seitenwechsel nochmal eine Standardsituation. Eckball von der rechten Seite. Reingetreten und Andreas Vogelsammer nickt ein. 41. Spielminute, das erste Saisontor jetzt für Vogelsammer. Steigt am höchsten und lässt dann Riemann hinter sich greifen. Nach 45 Minuten stand es dann hochverdientermaßen 0:1 vom VfL Bochum nach vorne. Wirklich zu wenig zu sehen. Und auch der Beginn der zweiten Halbzeit sah eher besser für die Arminen aus. Vogelsammer über die linke Seite, wieder sehr agil. Klos mit dem Kopfball dann. Doch Riemann fängt ihn einfach ab. Mal eine Standardsituation kurz vorm Strafraum für den VfL Bochum. Lee heute in der Startaufstellung, tritt ihn in die Mitte. Da ist dann Dekali mit dem Kopfball, aber kein Problem für Ortega Moreno. Das war kein wirklich gefährlicher Kopfball. Die anschließende Kontersituation. Prietl mit dem genialen Ball zu Andreas Vogelsammer und der hämmert drauf 0:2, 64. Minute. Doppelpack des Linksaußen. Und die Bochumer Fans im Ruhrstadion wurden etwas ungeduldig. Die Zeit lief davon. Sie versuchten nochmal anzuschließen. Lee, Bella Kotschap mit der Flanke. Salger klärt in die Mitte. Eisfeld zu Weiland. Doch Ortega Moreno hält auch diesen Ball sehr gut stand und bleibt damit zum ersten Mal in der Saison zu 0. Der VfL Bochum hat zu wenig investiert, konnte nach vorne nicht viel kreieren und Arminia Bielefeld holt sich aus 2 Spielen wichtige 4 Punkte. Hannover 96 ist schon am 2. Spieltag in der Pflicht, nicht den kompletten Fehlstart hinzulegen. Nach der Pleite gegen den VfB Stuttgart, was natürlich passieren kann, wollte man zu Hause gegen den SSV Jahn Regensburg den ersten Dreier der Saison einfahren, bevor es dann ins DFB-Pokalspiel am nächsten Wochenende geht. Doch die Regensburger waren hier deutlich besser aufgelegt zunächst. Benedikt Salla in der 16. Spielminute. Franke wird noch getunnelt und dann fehlt da relativ wenig. Ron-Robert Zieler ist aber sonst auch vermutlich in der Ecke da gewesen. Und Regensburg weiterhin sehr aggressiv und gute Abschlüsse. Hannover wie von der Rolle
volles Stadion, gute Stimmung, aber irgendwie wollte der Funke nicht überspringen. Ron-Robert Zieler mit der Parade. Weiterhin nur der SSV Jahn. Auch beim 3:1 gegen Bochum konnten sie ja schon überzeugen. Das führte sich hier fort. Grüttner mit dem Kopfball. Zieler muss wieder eingreifen. Das konnte den Hannoveranern nicht gefallen. Kurz vorm Seitenwechsel. Nochmal Grüttner, nochmal Zieler. Man wiederholte sich hier mehrfach, denn es ging eigentlich nur in eine Richtung. Und somit war es sehr glücklich für den Gastgeber hier, dass es noch torlos stand nach 45 Minuten. Das musste deutlich besser werden. Doch der Beginn der zweiten Halbzeit brachte erstmal das gleiche Bild aufs Feld. Salah stolze mit dem Abschluss aus der Drehung. Und auch da fehlt wiederum nicht viel. Noch etwas zu glücklos die Gäste im Abschluss. Aber ansonsten konnten sie sich eigentlich kaum etwas vorwerfen. Weiter Abschlag jetzt von Zieler und Haraguchi zu Linden. Maina, jetzt mal die Möglichkeit, aber da ist zu wenig Wucht hinter diesem Schuss. Meier hält den Ball ohne Probleme sogar fest. Nun endlich wurden sie besser, war aber auch nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Weidand und Genki Haraguchi. Im 1 gegen 1 bleibt er nicht cool genug gegen Meier, der hier wirklich eine Glanztat zeigt. Super Reaktion. Den hatte der ein oder andere Fan sicherlich schon drin gesehen. In der Schlussphase Hannover jetzt endlich mit dem Bild, das man sich erwartete. Maina nochmal zu Marvin Bakalotz, der aus der Drehung Meier hält. Dann die Szene geklärt. Es wurde am Ende nicht mehr draus. Hannover wachte deutlich zu spät auf und somit geht dieses 0:0 absolut in Ordnung. Über weite Strecken war hier sogar der Gast die bessere Mannschaft. Der 1. FC Heidenheim sicherte sich spät gegen Aufsteiger VfL Osnabrück einen Sieg. Jetzt kam der Absteiger aus der Bundesliga, der VfB Stuttgart, hier in die Voith Arena. Ein Nachbarschaftsduell der besonderen Art und Weise. Groß gegen Klein und Mario Gomez, der hier spazieren kann. Nach Ballverlust von Heidenheim in der Vorwärtsbewegung. Und Gomez erzielt am zweiten Spieltag seinen zweiten Treffer. Das geht auch ein bisschen zu einfach, aber die Ballführung gehört aktuell zu einer guten Stärke seinerseits. Nun die Heidenheimer mit der direkten Antwort. Schmidt und Dorsch 1:1. 14. Minute. Ein sehr munterer Beginn in diesem Duell zweier Mannschaften, die eben dreifach punkten konnten am ersten Spieltag. Dann brauchte der VfB, um sich davon zu erholen, über eine halbe Stunde schon gespielt, doch dann stachen sie wieder zu. Hamadi Al-Ghadoui mit seinem ersten Treffer, Neuzugang des SSV Jahn Regensburg, hämmert ein 2:1 für die Gäste. Und sie wollten noch ein drauflegen vom Seitenwechsel. Al-Ghadoui zu Daniel Didavi, Schuss aber von Griesbeck abgefälscht. Abgewehrt, sodass es in der 43. Minute für Vitus Eicher nicht wirklich gefährlich wurde. Es bot sich aber nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich für die Heidenheimer. Busch mit der Flanke, Mangala klärt in die Mitte zu Tomalla. Gute Parade von Kobel, nochmal Dorsch in die Arme von Gregor Kobel. Aber das hier war eine richtig gute Tat. Und somit etwas glücklich, das 2:1 für den VfB zum Seitenwechsel, aber dennoch nicht unverdient. Zweiter Durchgang, Schnatterer, der sich da stark auf der rechten Seite durchsetzt, den Ball nach vorne treibt. Auf der Außenlinie die Flanke schlägt, Kempf ist erst dazwischen, Dorsch nochmal zu Schnatterer, am zweiten Pfosten dann Schmidt. Der Kopfball aber nur ans Außennetz, zu spitzer Winkel. Keine Gefahr. Knappe Stunde gespielt. Die roten Gastgeber hielten hier wirklich gegen den favorisierten VfB richtig stark mit. Tomalla zu Schnatterer und Kobel fährt die Hand aus.
Super Parade. Die nächste dieser Art. Der konnte sich hier wirklich beweisen. Im Kasten der Gäste. 74. Minute. Gonzalo Castro hat hier das geniale Auge für Amadi Al-Gadoui und er macht hier den Doppelpack. 74. Minute eben. Die 2-Tore-Führung für den VfB. Aber Heidenheim ließ nicht locker. Weiterhin ein sehr unangenehmer Gegner. Griesbeck, Biancardi in der 85. mit dem 2:3. Sein erstes Saisontor kam vom FC Hansa Rostock. Sticht jetzt zu. Doch das kam zu spät. Der VfB brachte die knappe Führung über das Ende hinaus und somit gewinnen sie dieses Derby. Knapp, aber verdient. Zum Abschluss des zweiten Spieltages traf der 1. FC Nürnberg auf den Hamburger Sportverein. Die Hamburger zitterten sich am Ende in der Schlussphase zu einem 1:1 gegen Darmstadt. Nürnberg gewann mit 1:0 durch gute Effizienz in Dresden. Hier hatte der HSV die erste richtig gute Möglichkeit. Sonny Kittel mit dem Kopfball, aber nur ans Außennetz. Die Klobberer hier erstmal in der Defensive gefordert. Kittel bringt den Ball zu Aaron Hunt. Dann Tim Leibold, Ex-Nürnberger, mit der Superflanke. Und da taucht Kin Zombie auf. Und aus 5 Metern kann man den auch gerne mal aufs Tor bringen, obwohl es sehr knapp war. Wieder Kin Zombie. Nimmt über die rechte Außenbahn Jamra mit. Fein zu Kin Zombie. Sieht im ersten Moment kaum gefährlich aus, doch dann geht er ans Lattenkreuz. Glück für Nürnberg, in dieser Phase nicht den Treffer kassiert zu haben. Und nun kam sie auch endlich mal selber nach vorne. Handwerker mit der Flanke, doch die Defensivarbeit des HSV konnte durchaus gefallen. Rick van Drongelen passt hier auf, sodass keine wirkliche Gefahr entstehen konnte. Keine Tore nach 45 Minuten, aber durchaus ein interessantes Spiel mit mehr Spielanteilen für den Gast aus Hamburg. Im zweiten Durchgang zunächst ein ähnliches Bild. Fein über die linke Seite, der Ball bleibt im Spiel, weil Kittel dran bleibt. Hinterseher mit dem Kopfball, von dem war noch nicht so viel zu sehen. Wichtig, dass er bestenfalls auch bald seinen ersten Treffer erzielt. Stunde gespielt. Jäger mit der Flanke. Behrens. Auch früher mal beim Hamburger SV unter Vertrag gewesen. Bringt den Ball hier nicht aufs Tor. Die Gäste aber weiterhin mit dem etwas besseren Spiel. Hinterseher. Gute Drehung jetzt mal. Christian Martenia. Auch mal beim HSV gewesen. Hält den Ball fest. Knappe Viertelstunde noch auf der Uhr. Nochmal Tim Leibold mit der Flanke. Naray. Die Möglichkeiten waren durchaus da, aber es waren nie so die hundertprozentigen. Auf beiden Seiten fehlten diese. Und somit nochmal in der Nachspielzeit. Der HSV, Hinterseher, Kopfball vorbei. Und das Spiel war dann ebenfalls zu Ende. Unter dem Strich für den 1. FC Nürnberg zufriedenstellender als für den HSV, der nach 2 Spielen nur mit 2 Punkten dasteht.
Dann schauen wir einmal auf die Ergebnisse. Der VfL Bochum verliert 0:2 gegen Bielefeld, Sandhausen 1:3 gegen Osnabrück, der FC St. Pauli gewinnt 1:0 gegen Fürth, Karlsruhe gewinnt 2:1 gegen Dresden, Hannover und Jan Regensburg trennen sich 0:0, Heidenheim verliert 2:3 gegen Stuttgart, Darmstadt gewinnt 2:1 gegen Kiel, Aue und Wien trennen sich 1:1 und der 1. FC Nürnberg und der HSV trennen sich 0:0. Noch ein Blick auf die Tabelle, 1. Stuttgart, dahinter der KSC, 3. FC Erzgebirge Aue, Bielefeld 4., Regensburg 5., Darmstadt 6., der FC St. Pauli auf Platz 7. Nummer 8 in der Tabelle ist der 1. FC Nürnberg, auf Platz 9 der 1. FC Heidenheim mit 3 Punkten. Der VfL Osnabrück auf Platz 10, dahinter der HSV, Holstein Kiel 12., Wien Wiesbaden 13., Hannover 14., 15. Sandhausen 16. Dynamo Dresden und die beiden Abstiegsränge Greuther Fürth und der VfL Bochum. So, und damit sind wir bei der dritten Liga angelangt. Der 4. Spieltag am Freitagabend mit Ingolstadt gegen Würzburg. Samstag um 14 Uhr folgen Preußen Münster gegen Lautern, Sonnhof Groß Asbach gegen KfC Uerdingen, Spielvereinigung Unterhaching gegen FC Hansa Rostock, der FC Bayern München 2 gegen Viktoria Köln, der Hallische FC gegen den Chemnitzer FC, der SV Meppen gegen den 1. FC Magdeburg, Sonntag um 13 Uhr Braunschweig gegen Duisburg, Sonntag um 14 Uhr Zwickau gegen Jena und zum Abschluss Montagabend 19 Uhr Waldhof Mannheim gegen 1860 München. Im Einzelspiel in der Zusammenfassung zu sehen sein werden Ingolstadt Würzburg. Ihr habt außerdem für Halle gegen Chemnitz gestimmt, Braunschweig gegen Duisburg und Waldhof Mannheim gegen 1860. Noch ein kurzer Blick auf die Tabelle nach 3 Spieltagen. Braunschweig 1., Ingolstadt 2., 3. Duisburg, 4. Halle, 5. Kaiserslautern, 6. Unterhaching, 7. 1860, 8. Rostock, 9. Uerdingen, 10. der SV Meppen, auf Platz 11 Preußen Münster, Platz 12 Viktoria Köln, Platz 13 der FSV Zwickau, Waldhof Mannheim auf Platz 14, noch ohne Sieg, aber auch ohne Niederlage, Würzburg 15., 16. Sonnhof Groß Asbach, 17. Bayern München 2., 18. Magdeburg, 19. Chemnitz und noch punktlos der FC Kalzer Szene auf Platz 20. Also schauen wir jetzt erstmal auf die Spiele, die in der Zusammenfassung dargeboten werden. Los geht's am Freitagabend mit Ingolstadt gegen Würzburg. Die Würzburger Kickers haben jetzt erstmal eine ziemlich schwierige Phase zu überstehen. 5:4 gegen Unterhaching, ganz bitter, und dann zu Hause 0:3 bis dato gegen punktlose Groß-Asbacher. Und jetzt gegen Ingolstadt. Das wurde nicht unbedingt einfacher. Dennoch hatten sie die erste Möglichkeit. Baumann bereitet vor und Dave Gnase mit der Möglichkeit aus kurzer Distanz. Trifft dann aber nur das Außennetz. Buntic muss nicht eingreifen. Die Schanzer weiterhin ungeschlagen. Und hier durch Maximilian Beister das erste Mal in richtig guter Position. Fehlt gar nicht mal so viel. Eckball jetzt von der linken Seite. Da ist Gimba und dann erst noch der Abschluss. Vorteil wurde laufen gelassen und trotzdem gibt es Elfmeter. Schuppan, der Ball war weg gegen Gimba. Nicht gerade eine kluge Aktion. Kutschke konnte es egal sein. Und so machte er das 1:0 für die Gastgeber. 31. Spielminute für Würzburg, der nächste Rückschlag. Aber das konnte ihn nicht lange wehtun, denn Pfeiffer antwortete. Postwenden, 35. Minute. Wiedemann legt mit dieser Flanke auf. Dann ist es eine sehenswerte Direktabnahme, artistisch. Und der Treffer war da. Dann der Seitenwechsel. Buntic in den Fuß der Würzburger Mittelfeldreihe. Wiedemann, Baumann. Nun ja, der Abschluss, ja, vorhanden, gefährlich wurde es aber noch nicht. Dennoch waren die Gäste im zweiten Durchgang besser aufgelegt. Wieder Baumann, diesmal spielt dazu Gnase. Baumann, er näherte sich an Fabian Buntic. Jetzt musste er wirklich mal eingreifen. Das war ein strammer Schuss, aber nicht platziert genug. Da fährt er die linke Hand aus. Und feiert sich in dieser Situation nicht ganz zu Unrecht. Und Würzburg hatte auch das letzte Wort in dieser Partie. Pfeiffer, Dave, Gnase.
Last-Minute-Treffer für die Gäste. Und das muss Erleichterung und Genugtuung pur sein. Nach den vergangenen beiden Spielen. Und so schlagen sie die Schanzer. Nicht unverdient, denn im zweiten Durchgang waren die Gäste klar die bessere Mannschaft. Der Hallesche FC hat sehr abgezockt gegen Viktoria Köln gespielt, am Ende mit 2:0 gewonnen und damit auch recht bekommen für ihre Spielweise. Doch qualitativ war nach vorne sicherlich noch Luft nach oben. Gegen den Chemnitzer FC im Derby musste man dann in der Defensive erstmal aufpassen. Das ist Marcelo Freitas, der hier den ersten Abschluss zustande bringt. Der geht aber dann relativ deutlich am Kasten von Kai Eisele vorbei. Keine Probleme in dieser Szene. Doch die Himmelblauen waren hier besser aufgelegt. Bosic zu Bonga, der legt in die Mitte und Eisele abermals gefordert. Da mussten die Hallenser aktuell sehr glücklich sein, dass es noch keinen Gegentreffer gab. Denn die Gäste dominierten und das war doch etwas überraschend hier am Samstagnachmittag. Nun die Gastgeber, Göbel und Jonas Niedfeld. Lindenhahn nochmal zu Niedfeld und Jakubow, das erste Mal gefordert. Zu zentral getreten dieser Ball, dementsprechend kein Problem für ihn. Wehrt ihn dann zur Ecke ab. Aber Selbstvertrauen gibt es allemal. Seitenwechsel, dann wieder der CFC. Marcelo Freitas zu Tarsis Bonga. Freitas legt rüber. Und wieder Eisele. Das war jetzt wirklich eine richtig starke Reaktion. Samov mit dem Abdruck. Der hätte gepasst. Aber nicht ganz platziert genug. Fehlte aber nicht viel. Nun wieder auf der Gegenseite. Die zweite Halbzeit wurde jetzt offener gestaltet. Hans schlägt rüber und Jakubow jetzt wieder gefordert. Das war ein Duell der beiden Torhüter, die viel gefordert waren, aber richtig starke Leistungen zeigten. Bentley Baxter-Bahn und auch der hätte gepasst. Schlussphase. Letzte Aktion nochmal. Tarsis Bonga mit dem missglückten Klärungsversuch. Hans bekommt von Jopek den Ball. Mast auf der linken Seite. Bringt die Flanke rein. Kopfball Niedfeld. Jakubow hat ihn. Und zumindest so der nächste Punkt für den Chemnitzer FC. Sie treten damit weiterhin auf der Stelle, bleiben ohne einen Sieg. Und der Hallesche FC bleibt mit einem Gegentor nach 4 Spielen die beste Defensive. Eintracht Braunschweig ist wirklich herausragend in diese Saison gestartet. 3 Spiele, 3 Siege, eine fantastische weiße Weste. Duisburg musste nach 3 Spielen eine Pleite hinnehmen. 2-mal konnten sie gewinnen, aber die Pleite eben auch auswärts. Und Braunschweig machte hier von Beginn an Druck und kam früh in Führung. 4. Minute, Nick Proschwitz nach Flanke von Marcel Beer. Steht er da, wo ein Torjäger stehen muss. Aus 5 Metern drückt er ihn über die Linie. Weinkauf ist noch dran, aber kann es nicht mehr verhindern. Das war einfach eine zu kurze Reaktionszeit. Und die Blau-Gelben erstmal in der Offensive weiter sehr mutig. Dadurch aber auch Räume auf der Gegenseite für die Zebras. Karweiner, Krempitzki und Karweiner. Naja, zumindest mal ein Abschluss, auch wenn es nicht wirklich gefährlich wurde in dieser Szene. Sie näherten sich so langsam an und Braunschweig musste aufpassen, dass ihnen diese offensive Ausrichtung nicht zum Verhängnis wird, weil der MSV weiter drückte. Engin zu Brückmann, Neuzugang, zuletzt bei Jena noch aktiv gewesen, Karweiner. Und der Schuss in allerletzter, wirklich allerletzter Not geklärt. Der geht dann ganz knapp über die Linie, über den Querbalken hinweg. Glück hier für die Eintracht. Im zweiten Durchgang Braunschweig nun wieder etwas mehr gewillt zu investieren. Und so erobern sie hier den Ball und Kobylanski fackelt nicht lange rum. Häufig der Distanzschuss heute das gewählte Mittel. Und in den meisten Situationen wurde es auch direkt richtig brenzlig.
Al-Buthat hat auch getroffen. Unter der Woche, hier eröffnet er diese Spielsituation. Tim Al-Buthat bleibt am Ball. Engin Al-Buthat. Jasmin Fejsic mit der Parade. Gegen den Sechser des MSV wird hier gut in Szene gesetzt, hat einen großen Anteil an dieser Chance. Ist letztendlich auch der, der abdrückt, aber ohne Erfolg. Schon in der Schlussminute. Bär hält erstmal drauf. Weinkauf fällt, dann Sicker und Böder sich uneins in dieser Szene. Wird aber nicht bestraft im Endeffekt, aber bleibt es bei diesem knappen 1:0. Nick Proschwitz hat ganz früh zugestochen. Der MSV hätte sicherlich auch einen Punkt verdient gehabt, doch das Glück heute lag auf Seiten der Braunschweiger. Waldhof Mannheim ist noch ungeschlagen in dieser Saison, aber gleichzeitig haben sie auch noch kein Mal gewinnen können. 3 Unentschieden stehen dementsprechend auf dem Tableau. Gegen TSV 1860 München am Montagabend, die unter der Woche den ersten Sieg einfahren konnten, wollte man positiv nach vorne beginnen und hatte dann auch die erste Möglichkeit, weil mir Suleimani nicht wirklich gefährlich, doch das erste Ausrufezeichen auf das Tor von Bohnmann wurde hiermit gesetzt. Nun auch die Münchner Löwen nach vorne aktiv. Das ist Dressel, der Wein mitnimmt. Wieder Dressel, Bekirolu und Scholz muss das erstmal eingreifen. Ja, Bekirolu, der den Torreih gegen Zwickau eröffnete und mit dem 2:0 auch noch fortsetzte. Und vorm Seitenwechsel wurden die Gäste nochmal stärker. Steinhardt mit der Flanke und Wein bringt den aufs Gehäuse. Scholz hat Probleme, kratzt den aber gerade noch so von der Linie. Ganz wichtige Aktion. Seitenwechsel dann. Der SV Waldhof Mannheim wollte stark rausstarten und den ersten Saisonsieg wirklich festmachen. Weber fälscht diese Flanke noch ab und die wird dadurch unberechenbar für Bohnmann. Der bleibt im Kasten. Der Kopfball von Suleimani dann somit entschärft. Es war eine richtig tolle Partie und beide Mannschaften drückten aufs Tor. Jetzt wieder die Löwen. Erdmann, Sascha Mölders. Da zeigt er wieder mal seine Qualität, kaum zu sehen, aber wenn er mal im Strafraum am Ball ist, wird's brandgefährlich. Dann die Nachspielzeit, nochmal der TSV, Dressel, Efkan, Bekirolu und 1:0, 90. Spielminute. Bitter für Waldhof Mannheim, die hier leidenschaftlich sich einsetzten und auch den Punkt verdient gehabt hätten. So verlieren sie ihn am Ende, verlieren auch damit das erste Mal in der Saison. Und die Löwen holen sich damit 7 Punkte aus 4 Spielen.
Dann schauen wir nochmal auf alle Ergebnisse. Ingolstadt gegen Würzburg 1:2, Preußen Münster gegen Kaiserslautern 0:3, Sonnenhof Groß-Asbach gegen Uerdingen 0:1, Unterhaching und Rostock trennen sich 1:1, der FC Bayern München 2 gegen Viktoria Köln 3:1, Halle und Chemnitz 0:0. Ja, Halle mal wieder kein Tor geschossen, sorry an dieser Stelle an die Halle-Fans, aber FIFA ist eben manchmal FIFA. Meppen gegen Magdeburg 0:1, Braunschweig gegen Duisburg 1:0, Zwickau gegen Jena 2:0 und Waldhof Mannheim gegen München 60 0:1. Dann werfen wir noch gemeinsam einen Blick auf die fiktive Tabelle. Auf Platz 1 Braunschweig, 4 Spiele, 4 Siege, also wirklich top reingestartet, auch in dieser Prognose. Platz 2 Kaiserslautern, 3. 1860 München, 4. der Hallische FC, der FC Ingolstadt auf Platz 5, 6. der KFC Uerdingen, der 7. Tabellenplatz ist FSV Zwickau zugesprochen, 8. Platz Duisburg, 9. Unterhaching, 10. Bayern München 2, 11. Würzburg, 12. Rostock, 13. Magdeburg, der SV Meppen auf Platz 14, Viktoria Köln auf Platz 15, 16. ist Preußen Münster, 17. Waldhof Mannheim, 18. Sonnenhof Groß-Asbach, 19. Chemnitz und letzter, sorry, der FC Carl Zeiss Jena. Das war's dann wieder mit dieser Prognose. Stimmt in den Kommentaren ab, welche Spiele nächstes Mal nach der DFB-Pokalpause prognostiziert werden soll in der Einzelzusammenfassung. Und schreibt sonst auch gerne in die Kommentare, was ihr von diesem in Anführungszeichen neuen Format haltet, wie die Tore hier präsentiert werden. Das ist für mich zeitlich die effizienteste Art und Weise, wie sie möglich ist, zu präsentieren. Das war's jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.